Der Richter spricht. Das ist ein sehr brutales Vergehen. Wenn Sie mit etwas milde rechnen wollen, müssen Sie uns schon eine Begründung geben. Der Mann. Die war so doof, die musste ich einfach erschlagen. Der Richter. Das ist ja noch viel schlimmer. Wenn Sie nicht wollen, dass die Geschworenen Sie von vornherein schuldig sprechen, dann geben Sie uns bitte eine plausible Erklärung. Darauf der Mann. Das war folgendermaßen. Wir wohnten in einem Hochhaus im 13. Stock. Und im 1. Stock wohnte eine reizende Portiersfamilie. Die hatte 3 Kinder. Es war schrecklich. Die waren so klein geblieben von Natur aus. Der 12-Jährige war 80 Zentimeter groß und der 19-Jährige 90 Zentimeter. Ich kam eines Tages hoch zu meiner Frau und sage, das ist schon was Schlimmes mit den Kindern unserer Portiersfamilie. Ja, sagte meine Frau. Das ist ein richtiges Pyrenäengeschlecht. Ich sagte, nein, was du meinst, sind Pygmäen. Nein, sagte meine Frau. Pygmäen, das ist das, was der Mensch unter der Haut hat. Davon kriegt er Sommersprossen. Ich sagte, das ist Pigment. Nein, sagte meine Frau. Pigment, darauf haben die alten Römer geschrieben. Ich sagte, das ist Pergament. Nein, sagte meine Frau. Pergament ist, wenn ein Dichter etwas anfängt und nicht zu Ende macht. Herr Richter, Sie können sich vorstellen, ich verschlucke mir jetzt das Fragment. Ich setzte mich in meinen Lehnstuhl und ließ Zeitung. Plötzlich kommt meine Frau mit dem Satz, Liebling, guck mal, was hier steht. Sie macht ein Buch auf, zeigt auf eine Textstelle und sagt, das Sonnendach des Handtäschchens war die Lehrerin des Zuhälters 15. Ich nehme das Buch an mich und sage, aber Schatz, das ist ein französisches Buch. Da steht Le Marquis de Pompadour et la Maître de Loué 15. Das heißt, die Marquise von Pompadour war die Matresse von Ludwig dem 15. Nein, sagt meine Frau, das musst du wörtlich übersetzen. La Marquise, das Sonnendach. Pompadour, das Handtäschchen. La Maître, die Lehrerin. Louis 15, der Zuhälter 15. Ich muss das schließlich ganz genau wissen. Ich habe extra für meinen französischen Unterricht einen Legionär angestellt. Ich sage, du meinst einen Lektor. Nein, sagt meine Frau, Lektor war der griechische Held des Altertums. Ich sage, das war Hektor und der war Trojaner. Nein, sagt meine Frau, Hektor ist ein Flächenmaß. Ich sage, das ist ein Hektar. Nein, sagt meine Frau, Hektar ist der Göttertrank. Ich sage, das ist Nektar. Nein, sagt meine Frau, Nektar ist ein Fluss in Süddeutschland. Ich sage, das ist der Neckar. Meine Frau, du kennst wohl nicht das schöne Lied, bald gras ich am Nektar, bald gras ich am Rhein. Das habe ich neulich mit meiner Freundin im Duo gesungen. Ich sage, das heißt Duett. Nein, sagt meine Frau, Duett ist, wenn zwei Männer mit einem Säbel aufeinander losgehen. Ich sagte, das ist ein Duell. Nein, sagte meine Frau, Duell ist, wenn eine Eisenbahn aus einem dunklen, finsteren Bergloch herauskommt. Herr Richter, da habe ich den Hammer genommen und habe die Alte totgeschlagen. Betretenes Schweigen. Dann der Richter. Tja, Freispruch. Ich hätte sie schon bei Hektor erschlagen.